Ja, machen wir halt mal ein bisschen ein paar Nebenaufgaben und schauen uns die Stadt an. Weil ich die Stadt auch richtig cool finde. Wo finden wir denn Nummer 2? Da ist noch jemand. Der hat auch eine Aufgabe für uns. Ah, da haben wir noch was. Weißbrot. So, reden wir nochmal mit der hier. Das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Fleißig am Dekorieren, was? Ich sage ja immer eine Blume oder zwei, das ist schon ein Unterschied. Machen alles gleich viel freundlicher, ja. Mir auch nicht schlecht. Gerade eben dachte ich, ich könnte ein paar Blumen gebrauchen, um meinen Hauseingang zu verschönern, nicht wahr? Wirklich, was für Blumen würden Sie denn gerne benutzen? Tja, ich hätte gerne etwas Schönes, Helles. Und ich brauche frisches Quellwasser zum Gießen. Ich weiß, du kannst mir helfen. Hast du ein bisschen Zeit übrig? Bitte, bitte. Machen wir natürlich gerne. Oh, danke. Du bist ein wahrer Gentleman. Gut, kannst du mir bitte 2 Weidenwurzen und 2 Flaschen Quellwasser bringen? Natürlich. Oh, aber wo finde ich die? Im Laden, Maut, sowas nicht kaufen. Du musst im Hügelland danach suchen. Keine Sorge, du wirst sie glitzern sehen. Ich nehme an, du hast außerhalb der Stadt schon glitzernde Stellen gesehen, oder? Du solltest sie mir auf jeden Fall genau untersuchen. Wenn du welche findest, so wirst du viele wertvolle Gegenstände entdecken. Ja, eins noch. Wenn du an solch einer Stelle etwas einsammelst, hört sie mir auf zu glitzern. Aber keine Sorge, nach einer Weile ist das Funkeln wieder da. Und mit ihm der Gegenstand. Verstanden, vielen Dank. Wir werden die Stadt verlassen und nach diesen glitzernden Stellen Ausschau halten. Dufte, da packt einen gleich die Sammelwut, oder nicht? Vielen Dank, ihr zwei. Ihr zwei seid wirklich zu nett. Okay. Das heißt, die Aufgabe können wir nur außerhalb erledigen. Da ist noch ein Junge. König Tom hat immer mit mir und meinen Freunden gespielt. Aber er ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr aus seinem Schloss herausgekommen. Ohne ihn ist es echt langweilig. Okay, der zählt nicht dazu. Da haben wir die. Das ist unsere Hauptaufgabe. Was Glitzerndes. 10 Gulden. Okay, wo finde ich jetzt noch Kids? Uff, jetzt kann ich endlich Pipi machen. Okay. Hier ging es nach draußen. Das sind nur noch die 2 Wachen. Eine Kiste. Flasche Eiskaffee. Wie nach wie vor fehlen 2 Kids. Frage nur wo. Oh, okay. Eventuell wird das noch interessant für später. Es fehlen noch 2 Kids. Ich vermute mal, dass sie irgendwo hier noch sind. Also nicht außerhalb von der Map, sondern wirklich noch hier drin. Aber wo? Also einen haben wir. Da ist noch ein Kind. Der Laden, der wie eine Eule aussieht, heißt Boutique. Ich frage mich, wie sie auf den Namen gekommen ist. Miau Weiher. In welchen Krug habe ich ihn nur Schnur gelegt? Stimmt etwas nicht? Mein kostbarer Schatz. Ich weiß nicht mehr, in welchen Krug ich ihn versteckt habe. Oh, das ist ja schlimm. Was für ein Schatz ist es denn? Der rote Ohrring meiner Großmutter. Er hat eine, miausnehmend schöne Farbe. Könnt ihr mir vielleicht helfen, zur Pfote, mir vielleicht zur Pfote gehen und beim Suchen helfen? Ja, machen wir gerne. Okay, also in einem Krug nachschauen. Wirklich? Mir ausgezeichnet. Er ist in einem dieser Krüge, die überall in der Stadt zu finden sind.
In einem der Krüge, sagst du? Lass mich nur machen. Du bist ein wahrer Gentleman. Okay, ich nehme an, den werden wir auch noch irgendwie finden. Na. Gehen wir mal weiter. Oh. Okay. Das wird immer größer hier. Schauen wir mal, da ist ein Krug. Bündelt Gegengift war das nur. Da ist noch eine Kiste. Weißbrot nehmen wir mit. Da sind noch zwei Kids. Mein Vater arbeitet im Palast von König Tom. Er ist der mit dem Helm. Toll. Du wirst nicht glauben, was ich heute in der Schule gelernt habe. Schule macht einen Riesenspaß. Fast so viel wie Spielen, aber nur fast. Da haben wir jemanden, der leuchtet. Ah, die leuchten also auch. Auf der Map, alles klar. Ah, ich bin hingefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen. Au. Oh nein, nicht weinen. Ich werde dich heilen. Linde an der Hand. Hä? Es tut ja gar nicht mehr weh. Genau, alles wieder gut, wunderbar. Deine Mutti rauft sich die Haare vor Sorge. Sei ein braver Junge und mach, dass du nach Hause kommst. Ich verspreche es, vielen, vielen Dank. Sehr gut, Junge Nummer 2 und da oben leuchtet auch noch etwas. Da haben wir noch einen Krug. Ah, schade. Pastete ist drin. Hm, das Grab leuchtet. Oder jemand hinten dran. Hallo, Kleiner. Hey, was ist los, Junge? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Hä? Ist das für mich? Du hast eine Seite mit dem Zauber Medium erhalten. Na, sieh mal einer an. Das ist ja eine Seite aus dem magischen Begleiter. Was macht denn dieser Pimpf damit? Entschuldige, ich kann dich nicht hören. Denkst du, er kann nicht sprechen? Nee, das ist was anderes, Junge. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, so muss es sein. Hm, hattest du ein Geistesblitztröpfchen? Der Zauber, den er dir gerade gegeben hat. Probier den mal, Olli. Wirst schon sehen. Na gut. Okay, magischer Begleiter. Magie. Vertrauten rufen, Portal, nee. Lindernde Hand, nee, nee. Da war's eben. Wop. Medium. Achso, ich kann's nicht zaubern, verdammt. Wie war das? Raus, Viereck? Genau, da. Medium. Dem Himmel sei Dank, es hat funktioniert. Meine Güte. Du kannst ja sprechen. Natürlich kann ich das, du Schlaumeier. Du hast schließlich Medium gewirkt, oder nicht? Dafür ist der Zauber also da? Willst du damit sagen, dass du einen Zauber angewandt hast, ohne zu wissen, was er bewirken würde? Was für ein Zauberer bist du denn? Nur zur Information. Medium gestattet es dir, mit gruseligen Geistern zu sprechen. Mit mir zum Beispiel. Hatte ich also recht. Du bist ein Geist, nicht? Ein Geist? Oh je, Geister gibt es also wirklich? Natürlich, Zauberer sehen ständig Geister. Ich war auch einmal ein Zauberer, wisst ihr? Aber dieser doofle, dunkle Chin hat dafür gesorgt, dass es kaum noch Zauberer gibt. Als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass ich dir die Seite besser gebe. Du bist seit ewigen Zeiten der erste Zauberer, dem ich begegne. Meine Güte, darf ich sie wirklich behalten? Natürlich, das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich dafür zu bedanken, dass ihr auf mein Buch aufgepasst habt. Auf dein Buch? Nee, du, da hast aber was falsch verstanden, Kindchen. Das ist nämlich unser Buch, jawohl. Und wer bist denn du überhaupt? Ich? Ich bin Horatio. Allerdings kennen mich die meisten nur als den Zeitlosen. Momentchen. Du willst uns also weismachen, dass so ein Zwerg wie du der verflixte Zeitlose ist? Wer ist hier ein Zwerg, du halbe Portion? Ich bin eine Fee, sieht man doch. Wir sind ebenso klein, frecher Kleiner. Du
Du bist Olli, oder? Und du bist in unsere Welt auf Reisen. Ja. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen reisen. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf unsere Welt umgesehen. Nun gut, ich werde noch nach Süden in die Wüste wandern. Ich hoffe, wir werden uns in der dortigen Stadt wieder treffen. Bis bald. Na dann, vielleicht treffen wir ihn ja wirklich wieder. Irgendwann. Okay, mit Medium können wir also mit Geistern sprechen. Alles klar. So, wir schauen uns weiter um. Es fehlt ja auch nach wie vor noch ein Kind. Und einen Krug müssen wir noch finden. Da ist noch ein Krug, sehr schön. Und der rote Ohrring. Das war der Questgegenstand. Da ist noch ein Kind, dann können wir zurück und die zwei Missionen abgeben. Hier geht es aber allerdings schon wieder zurück. Die Mann in die Häuser kann ich nicht. Nee. Wo werde ich den anderen Kleinen denn noch finden? Also hier vermute ich nicht mehr. Gehen wir mit dem hier mal. Es heißt, König Tom flätze sich den ganzen Tag nur im Palast herum. Es ist sicher toll, König zu sein. Mit Sicherheit irgendwie. Hier können wir mit Sicherheit auch nicht mehr rein. Nein. Okay, das heißt, das Kind muss irgendwo außerhalb sein oder eventuell im Palast, wenn wir da später irgendwann mal reinkommen. Okay, das heißt jetzt zurück. Ohrring auf jeden Fall abgeben, dann haben wir schon mal unsere ersten zwei Stempel, glaube ich, war das. Kann auch sein, dass wir den dritten Racker irgendwo noch finden. So, da vorne ist die kleine Katze. Du hast ihn. Du hast meinen Ohrring. Oh, das ist einfach mir ausgezeichnet. Du hast ihn für mich gefunden. Natürlich, aber verliere ihn nicht wieder, okay? Ich verspreche es, ich werde ihn nie wieder aus den Pfoten geben. Oh, hier ein Geschenk für dich. Schnur eine Kleinigkeit. Vielen lieben Dank. Oh, ein Blättermantel und 50 Gulden. Und zwei Stempel bekommen. Auftrag abgeschlossen. Die ersten zwei Stempel. Dankeschön. Wir haben einen Blättermantel erhalten. Schauen wir mal. Hier, Rüstung. Dieser Umhang aus zartem grünen Laub schützt vor den Elementen und verströmt einen beruhigenden Duft. Verteidigung plus 1 und Laufen plus 1. Wie kann ich den allerdings ausrüsten? Okay, finde ich jetzt nichts. Naja. Gut. Wo könnte der letzte Junge denn noch sein? Oder Mädchen oder keine Ahnung was. Oben habe ich ja schon geguckt. Da ist noch ein Krug. Nochmal 10 Gulden, sehr schön. Wo könnte der letzte sein? Hier nicht. Oben war nur einer. Ah, das gibt's ja gar nicht. Sein, wir kommen da wirklich erst nur später hin zu dem anderen Kleinen. Ah, scheint mir so. Das heißt, wir machen einfach mal normal weiter.
Ah, noch ein Krug. Ein Kuchen. Dann reden wir mal. Willkommen in der hiesigen Herberge der Katzenkorbkette. Wir bieten Ihnen eine schnurgemütliche Atmosphäre und miauserordentlich günstige Preise. Übernachten. Zimmer kostet 10 Gulden, machen wir. Es freut uns, dass ihr mir auf einen Besuch vorbeikommt. Ihr seht etwas seltsam aus. Ihr seid wohl ein Reisender, nicht wahr? Dann seid ihr herzlich eingeladen, in jeder unserer Herberge Rast zu machen, wohin mir auch immer euch eure Reisen führen mögen. Wir sind sehr stolz, mir auf unsere wollig warmen Betten und hoffen, dass sie euch ebenso sehr gefallen. Vielen Dank. Sieh nur, dein magischer Begleiter. Irgendwas hat sich verändert. Ah, das nenne ich nützlich. Die Erinnerung aller Reisenden, die hier abgestiegen sind, haben ihn wieder ein wenig ergänzt. Na, sowas. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wieso nicht zum Kuckuck? Schließlich ist das ein richtig mächtiges Zauberbuch. Wir übernachten besser in so vielen dieser Buden wie möglich, was? Tja, schätze schon. Du hast eine neue Seite der Region der Welt erhalten. Oliver? Oliver? Hä? Kasan? Kasan? Joku koko made kita wa ne, Oliver. Kasan, kore wa yume na no? よく聞いて、オリバー。あなたは行かなければならない、あの人のところへ。そして、本当のことを知らなければならない。それがどんなに悲しいことであったとしても。あの人？母さん、あの人って誰なの？私にとっても、あなたにとっても大切な人。それは誰？僕はどこへ行けばいいの？大丈夫。もうあなたはその人を目指して進んでいる。どんなに辛くても諦めないで、オリバー。母さん、母さん、母さん。Guten Morgen, junger Mann. Und was für ein miausnehmend schöner Tag heute ist. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen.Wunderbar, ich möchte gewiss mir aufbrechen, wenn ihr mir auf eurer Reise an einem anderen Katzenkorb vorbeikommt, dann übernachtet doch wieder bei uns. Danke, Gnädigste, bis bald. Gut, Olli, zurück zum Eulenladen, okay? Okay. Mama. Speichern, nein. Und weiter geht's. So, wir haben gerade eben in dem Traum...Also, als wir da übernachtet haben, unsere Mutter gesehen. Mal gucken, was das noch so zu bedeuten hat. So, wir gehen einfach weiter und machen die Mission wieder. Ja, die dürfte jetzt unsere Klamotten auch fertig haben. Da ist der Eulenladen. Schauen wir mal.Huhu, da bist du. Ja, mein Lieber. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass deine Kleider fertig sind. Schick, probier sie am besten gleich an, Olli. Klar. Ich hole sie für dich, mein Lieber. Warte hier, ich komme gleich zurück. Ja, vielen Dank, gnädige Frau. Ist das nicht ein bisschen albern? Ich meine ja nur, ein Umhang? Was soll das denn heißen, mein Lieber? Passt wie die Faust aufs Auge. Vielen Dank. Wie viel kostet das? Huhu, die alten Sachen. Red doch keinen Unsinn. Du tust mir einen großen Gefallen, wenn du mir den Kram abnimmst. Wirklich? Sind Sie sicher? Juhuhu, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt etwas genäht habe. Es war ein Heidenspaß, Liebling.Mach dir keinen Gedanken darüber. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du hin und wieder etwas bei mir einkaufst.
Würdest du Hu das tun, mein Lieber? Natürlich machen wir das. Vielen Dank. Was ein Glück, Olli. Wir sind dem Laden wohl den einen oder anderen Besuch schuldig. Auf jeden Fall. Du erhältst eine Reisekleidung. Und wo du jetzt so schnieke angezogen bist, können wir rüber zum Palast. Schick. Zeit, den König einen Besuch abzustatten. Zu besuchen. Okay, was habe ich jetzt vorgelesen? Egal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und jetzt können wir wieder raus. Ja, sieht schon richtig cool aus. So, Olli. Hast drauf auf jeden Fall. Und ab zum König jetzt. Ja, sieht wirklich wesentlich besser aus als zuvor. Und passt auch besser in die Welt.